Was ist Hast das? Hast du jetzt eine neue Welt bekommen? Was? Weiß ich nicht. Es Das war war ein irgendwas. Das war Meteoritenschauer. Meteoritenschauer, irgendwie sowas, keine Ahnung. Meteoritenschauer, Bro, die wollten dich steinigen gerade. Ich glaube auch. Nein, das war Das war Boys. Bryce. Bryce ist immer fleißig dabei. Vielen Dank, Bruder, dir. Die wollten dich steinigen. Meteoritenhagel. Übrigens, Das war die Antwort von Israel auf Gaza. nein, wir pauschalisieren nicht. Es gibt natürlich Menschen, die es bereuen. Ich rede jetzt immer von der Minderheit, weil es ist immer die Minderheit in dem jeweiligen Volk, die halt leider das ganze Volk in den Dreck ziehen. Und das wissen wir natürlich. Wir sind ja schon etwas gebildet. Ja. Schau, die kommen und die schreiben immer mit, wie heißt es, mit Beschimpfungen und ich weiß nicht was. Und immer, sie schimpfen, schimpfen, schimpfen. Aber im Großen und Ganzen, je mehr sie schimpfen, desto mehr lache ich. Weißt du, weil es ist wirklich zum Lachen. Weißt du, anstatt sie weinen, ja, sie lachen. Wo bleibt die alte deutsche Zeit? Nirgendwo, vernichtet, weißt ihr? Weil ihr müsst ja mitdenken. Jetzt gebe ich euch einen Tipp, wenn wir schon über den Hitler gesprochen haben. Denkt nach. Ägyptisches Reich, Pharao, hat Israel das Volk geschlagen, erniedrigt, kaputt gemacht. Was habe ich jetzt? Geld bekommen? Kesef, Die denken gleich, wir regieren die Welt. Schau. Wo ist Ägypten? Wo ist Pharao? Wo sind die Götter Ägyptens? Geschichte. Wo sind die Griechen? Wo ist die griechische Mythologie? Sie wollten alle das jüdische Volk töten, das Volk Israel. Wo sind sie? Existieren sie nicht. Mit ihren Göttern sind sie verloren gegangen. Rom, ein mächtiges Imperium. Wo sind ihre Götter? Sie haben doch den Tempel Gottes zerstört, aber wo sind sie? In den Geschichtsbüchern, wie die Ägypter, Griechen und Alexander der Große, wo ist er? In den Geschichtsbüchern. Die Assyrer in den Geschichtsbüchern. Die Babylonier in den Geschichtsbüchern. Die ganzen Völker ringsumher, ich rede nicht von Hethiter, Hebusiter und Philister und von den ganzen kleineren Völkern. Wo sind sie? Alle in den Geschichtsbüchern. Alle wollten uns töten und alle sind in den Geschichtsbüchern vernichtet gewesen. Sie existieren heute nicht, aber wir sind da. Und ihr seid die Nächsten, wenn ihr nicht im Frieden kommt. Kommt im Frieden und dann lasst uns im Frieden leben, im Frieden essen, im Frieden trinken, im Frieden einfach Freunde sein. Lasst uns im Frieden leben. Aber wenn ihr keinen Frieden wollt, dann bekommt ihr das, was ihr wollt. Wir wollen Frieden. Eine Albanerin, die nichts mit Palästina und nicht mit Arabern und nicht mit Israel zu tun hat, schreibt peinlich. Peinlich ist, dass du dich überhaupt in irgendein Thema reinbringst, wo du nichts zu tun hast mit dem. Wo ist es? Schei loi malechei malachei ashar is Singen wir ihn. Shabbat Shalom. Übrigens, es war ja am Shabbat und da wurde in diesem Teil wurde ja zum Shabbat ja nicht gesungen, weil es hat geschossen. Wir müssen es nachholen für die Leute, die hier sind, damit sie wissen, was sie verpasst haben. Ja. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat Shalom,
Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Seid die Juden oder einer hat geschrieben, aber das Volk von Salahuddin konnte den nicht zerstören. Keine Ahnung, aber wo ist Salahuddin? Er ist tot, aber wir sind noch da. Komisch, dass erst, also irgendwie hat geschrieben, dass die Christen so auf Christen, dass wir auf Christen spucken, aber das stimmt nicht, weil wir glauben an Jeschua. Am Jeschua, am Jeschua, am Jeschua, am Jeschua, Am Jeschua, am Jeschua, Wenn am wir jetzt denken, was es Jeschua. bedeutet, am Jeschua, das Volk von Jeschua, das Volk von Jesus lebt. Am Jeschua, 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 Oh, da bin noch ein. Oder Vinu Chai, Oder Vinu, Oder Vinu, Oder Vinu Chai. Ey. Zwischendurch sind die so verwirrt, so ein bisschen unter Hypnose, so, die wissen nicht, was sollen sie gerade machen. Kommt da vorne. Kurz so, buh, was gerade, was geht da ab gerade? Und dann wir fertig so, oh, ja, nein, Hass, 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 dann singen wir so. Wichtigste Lied haben wir aber vergessen. Der Benno. Evenu shalom aleichem, evenu shalom aleichem, Kol Israel, Israel, David Melech Israel, David Melech Israel, einer macht mit Messer, einer macht mit Messer, und jetzt muss ich ein Lied singen, was noch mehr Freude bringt. Aber ich will ein Drill-Remix. Im Hashem lo yivne bayis shom gavayna bayim Hashem lo yishmati yi Yav shakat shoy mei Im Hashem lo yivne bayis shom gavayna bayim Hashem lo yishmati yi Yav shakat shoy mei Hine hine lo yanum ve lo yishmati
ينوم ولا يشان شويمر إسرائيل إنه إنه لا ينوم ולא ישן, לא ינום, ולא ינום, לא ינום, ולא ישן, לא ינום, ולא ישן, שיאמר ישראל. הנה הנה לא ינום, לא ינום, ולא ישן, לא ינום, ולא ישן, והם לא יבנה בייס שוין, והם השם לא ישמרים, שקד שוימן. אם השם לא יבנה בייס שוין, והם השם לא ישמרים, שקד שוימן. והנה הנה לא ינום, לא ינום, ולא ישן. לא ינום, לא ינום, ולא ישן, לא ינום, ולא ישן, שמי ישראל. הנה הנה לא ינום, לא ינום, ולא ישן, לא ינום, ולא ישן, שמי ישראל. הנה הנה לא ינום, לא ינום, שמי ישראל. I got it. Schau, die versuchen uns ja 3 Stunden zu melden. Und das ich bin da so amüsant, ey. Israel. Oh, ich habe meine kleine Maus bekommen. Süß. Danke. Was haben wir noch? Was kann man ihnen noch singen? Die Räder. Oi, toiro, toiro, akdoisho, oi. Big Fan, Big Fan. Schau, wir haben Fans schon bekommen. Wir haben schon Fans langsam. Ich glaube, wir müssen so machen, weißt du? Jetzt, ich glaube, genau jetzt kann man so jeden Tag singen. Weißt du, wenn ein Mikro kaufen, du gehst einfach live, du musst nur die Israel-Fahne hinter dir haben, dann funktioniert alles. Die kommen von alleine. Wo die hin? Ja. So. Und dann gibt's Gesang. Upsala. Velo ishan shomer Israel Hashem shomrecha Hashem simcha al yad Yeminecha Am Israel chai Am Israel chai Am Israel chai Am Israel Am Israel Am Israel chai Hey, am Israel chai, am Israel chai, am Israel, am Israel, am Israel chai. O Davino chai, O Davino chai. O Davino chai. Yam Israel Chai, Yam Israel Chai, Am Israel Chai. Die haben noch keine Ahnung, wie wir durchdrehen mit Musik und singen, wenn es ein Fest ist. Sie haben noch keine Ahnung. Sie denken, wir drehen hier schon durch, aber das ist so ein bisschen so, damit wir nicht einschlafen. Wir müssten Sebastian mal sehen nach 4 Stunden solcher Lieder, wie der abgeht. Und immer wieder dasselbe. Dauerschleife, Remix. Ina jina loyanum meloyesha loyanum meloyesha. Wir machen Party bald im neuen Jerusalem. In Jerusalem, bald ganze Jerusalem wird übernommen, dann machen wir die so auf dem Tempelberg so. Oh,
Shomer Israel, Shemoshe Arit Israel, Be'al Yovat Israel, Ha'omrim Bechol Yom, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, V'yavta Adonai Elohecha Bechol Levavcha Bechol Nefshecha Bechol Me'odecha. Jetzt ist der Fluch über euch angekommen. Die bekommen jetzt alle Angst, glaube ich. Wo sind die Locken? Wir haben keine Locken. Wir sind nicht Chassiden. Melden, melden, seit 4 Stunden. Nix funktionieren. Zurück wir fliegen und kriegen auf Kopf. Melden, melden, seit 4 Stunden. Melden, melden und kommt nix. Kommt nichts von damals bis jetzt und in der Zukunft. Oi, 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 melden, melden, Dummheit meldet, meldet und versteht nichts. Oi, 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 Jerusalem ist zu viel für euch. Ai, ai, oi, 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 oi. Schaut, ein neues Lied ist gekommen. bist du Christ in Yeshua? Natürlich, wir glauben an den Moschiach, an Jesus. Wie kann man eigentlich Jude werden, indem du an den Messias Jesus glaubst? Yeshua HaMoschiach, das ist der Moschiach früher, ganz Israel. Also die ersten, die rennen, aber soweit ich weiß, Ägypten hat angegriffen und dann sind sie weggerannt. Shalom, Shalom, Jesus Christus segne dich, danke und segne euch, meine Lieben. Er trägt einfach Hijab. Sie glauben, wir tragen Hijab gerade. Sieht krass so aus, oder? Nein, Bruder. Guck nochmal genauer hin. Also eigentlich tragen wir das normalerweise. Terroristen. Ja. Akadosh Baruch Hu. Sag mal das Lied mit Schwein und Kamel. Yeshua ist Messias. Amen. Lied mit Kamel. Ihr Kamel, ihr Schweinefresser, Kamelenpissentrinker. Weißt du, ich könnte so Rapper werden. Weißt du, man gibt mir einfach so 3, 4 Wörter und ich mach das. Singt mal Haba Nagila. Tja, es hat ihnen so gefallen. 10.000 Mal haben wir heute gesungen, die wollen immer wieder. Haba Nagila, Haba Nagila, Haba Nagila, wenn es mich hei. Haba Neranena, Haba Neranena, Haba Neranena, wenn es mich hei. Haba Neranena, Haba Neranena. Okay, ist er rausgeflogen. Naja, gut. So, kommen wir euch gleich wieder rein. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, Aleichem Yom, Himmelech. So, wo bleibt er dann, der Bob? Evinu Shalom Aleichem, Evinu Shalom Aleichem. Evinu shalom aleichem, evinu shalom, shalom, shalom aleichem. Shalosh shalom Yerushalayim, shalosh shalom Yerushalayim, shalosh shalom Yerushalayim, shalosh shalom Yerushalayim. Guck diese Guin. Diese Guim. Hat nicht lange gedauert, bis ich wieder drin bin, oder?
Gegen Ratzfatz? Hä? Bring Ratzfatz wie der Mossad. Ja, ja. Die wissen ja nie. Mossad immer am Spiel hier. Shalom, 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 shabbat shalom, shabbat shalom. Hey, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Boruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amen. Killa, killa. So, ihr könnt uns jetzt Fragen stellen. Fragen stellen. Buchenwald. Buchenwald. Wasachi. Da sieht man, dass man, ich glaube, das erste werden wir das Eretz Israel befreien, das zweite werden wir Europa befreien. Ja. Wir werden dann für jede dumme Antwort, für die Dummheiten, die geschrieben worden sind, werden wir jeweils 10 Euro verlangen. Dann werden wir an einem Tag, werden wir die reichsten Menschen der Welt. Nicht mehr in zwei Tagen, sondern an einem Tag. Merci, shukran, shukran. Shukran lik. Ihr werdet niemanden befreien. Sabah. Das Wichtigste ist, dass du dein Gehirn erstmal befreist. Und dann schauen wir weiter. Das zeigt es seit 75 Jahren. Der Tag ist gekommen. Oh mein. Lei, 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 lei. Immer wenn wir singen, ist es sehr gefährlich für euch. Also es ist nicht nur singen, es ist eine gefährliche Art vom, you know. Ich bestimme, nicht ich. Unser Gott hat bestimmt. Moschiach, 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 ay, 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 Moschiach, Moschiach, ay, 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 Moschiach, Moschiach, ay, 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 Moschiach, Moschiach, Moschiach. Schaut, wir müssen den Tempel bauen. Es ist einfach so. Der Tempel muss gebaut werden. Deswegen muss die Al-Aqsa-Moschee wegkommen. Es ist einfach ein Fakt, ja. Wir müssen sie wegbekommen, dann können wir Tempel bauen. Einfach. Versteht sie das? So easy ist es. Warum essen wir kein Schweinefleisch? Keine Ahnung, weil es verboten ist. Dritter Buch Mose 11, haben wir schon mal gelesen. Widerrede, deine schreibt lachlich. Also, wer von euch ins Team Yeshua kommen will, Bisrat Hashem. Bisrat Hashem. Wer glaubt von euch an Yeshua, dass Yeshua der Moschiach ist und er möchte bibeltreu Bibel lernen? Bibel lernen, bibeltreu, nicht von diesen Menschengeschichten und so. Bibel lernen, bibeltreu und an Jesus glauben und Yeshua nachfolgen. Wer will es von euch, soll 3 rote Herzen schicken. 3 rote Herzen. Boruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hanochi hakadoshoy mayoyoy yo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 
Sieht man, dass ich lange nicht in Dings war. Hier. Folgt uns gleich. Auf Team Yeshua, Instagram. Hier gleich folgen. Also, einfach mal so klicken. Und dann folgen. Und einfach hier, ja, schreibt einfach. Team Yeshua, folgt jetzt auf die Schnelle. Auf die Schnelle. Auf die Schnelle, kommt. Folgt uns, folgt uns. Folgt Team Yeshua und werdet Teil von unserer Gemeinschaft. Team Yeshua. Team Yeshua, folgt und seid dabei und schreibt uns eine Nachricht, dass ihr dabei sein wollt und lernen wollt. Schreibt, dass ihr dabei sein wollt und lernen wollt und alles ist perfekt. Also Team Yeshua ist eine messianisch-jüdische Gemeinschaft. Das sind, also wisst, wir glauben an Yeshua, wir glauben an den Herrn Jesus Christus, dass er der Moschiach ist und dass er der Erlöser ist. Und wir lernen nur die Bibel, die ganze Bibel, das heißt von ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, wir nehmen die ganze Bibel. Und deswegen, wir wollen mit euch lernen, mit Leuten, die wirklich lernen wollen, die das Herz haben, die auch wirklich ihren Gehirn einschalten und versuchen, nach der Wahrheit zu suchen in den letzten Tagen. Es wird halt immer so sein, dass die Mehrheit der Menschen einfach ja, schwer betroffen ist, aber so vom Kopf her. Deswegen seid dabei, habt keine Angst, wir sind groß, denn unser Gott ist groß. Unser Gott ist der Größte. Nochmal Instagram, ich blende es mal ein. Ja. Und deswegen könnt ihr uns gleich, schreibt uns gleich eine Nachricht, dass ihr dabei sein wollt und fertig. Und dann werdet ihr eine Nachricht bekommen, Baruch Hashem, und dann könnt ihr so, Hashem es auch will, so Gott es auch will, auch lernen und dabei sein. Ja. Hast du keine Ahnung von Religion? Ja, weil es keine Religion gibt. Es gibt nur einen wahren Glauben und das ist der Glaube an den Gott Israels und an seinen Sohn Yeshua HaMashiach. So, einmal hier Team Yeshua auf Folgen drücken. Ich baue keine Kirche, denn Kirche gibt es nicht in der Bibel. Es gibt eine Ekklesia und Ekklesia ist eine Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft ist eine Versammlung der Heiligen, laut der Bibel. Von dem her, wir sind eine Gemeinschaft, die an das Wort Gottes glaubt. Und von dem her, genau. Ja. Habt ihr etwas Neues gelernt? In der Bibel steht Ekklesia. Ekklesia in den Manuskripten. Somit, es gibt keine Kirche, sondern die Kirche ist eine Versammlung der Heiligen. Ich hasse euch. Du kannst uns hassen und du kannst uns hassen, aber wir lieben dich. I love you, darling. Oi, 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 I love you, Ahmed. Oi, 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 I love you. Ich weiß nicht, welchen Namen ihr habt. Lai, 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 lai. We love you people, we love you, oi, 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 we love you. Komm, gib mir ein paar Namen rein. Ja, Israel, Israel, Shomer. Ah, Lulu hat geschrieben, Klappe. We love you, Lulu, oi, 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 we love you, Lulu. Ay, 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 we love you, Lulu. Oi, Lulu, Lulu, Lulu. So, wer ist der Nächste? Euer Ende ist nah. Ameise hat geschrieben, unser Ende ist nah. We love you, Ameise. Ay, 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 I love you, Ameise. So, Ibrahim, wer ist noch? Supportet ihr die Ukraine? Also wir supporten überhaupt keine Kriege. Israel gehört den Taliban, okay? Man kann Juden nicht was? Ioanni, supportet ihr, weil bei den Koran steht, über euch warten nur ab. Ich weiß, im Koran steht, dass wir Bene Israel sind und dass das Land dem Volk Israel gehört. Ich weiß. Man hört ihr wieder, Jul, stolzer Afghaner, is not real, I know. Your mind is not real. Genau. So, Lulu Berlin, okay. So, wie heißt dein euer Gott? Kannst du antworten? Adonai Eloheinu, Adonai Echad, la 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 la. Und sein Sohn ist der Herr Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, den du kennst.
Was steht in der Bibel über Israel? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ויפתה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. Israel, der ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ihr lügt alles, beweise es mir. Wo wohnst du? Ich wohne dort, wo Gott mir die Wohnung gegeben hat. Was? Ist auch ein Anton. Eine Bleibe gegeben hat. Ich meine, wenn er ein bisschen muss, hat Probleme, sucht, ist kein Problem. Den kann man kurz ausschalten. Wer ist Jesus Christus? Jesus Christus ist der verheißene Messias für das Volk Israel. Hast du Angst vor der Hölle? Ich habe keine Angst vor der Hölle. Ich habe nur Furcht vor einem wahrhaftigen Gott, vor dem Gott Israels. Le Klof, ja, Lof. Merci, merci, Monsieur. Ihr werdet kassieren. Dankeschön. Wir kassieren eh jeden Tag Geld von euch. Was wollt ihr noch mehr? Wie viel sollen wir noch kassieren? Langsam, langsam. Tranquilo, please. Mossad ist wie ISIS. Du kennst dich aus, ja? Also leg dich nicht mit Mossad an. Kennst du diesen einen Film? Leg dich nicht mit Sohan an? Das passt ja sogar eigentlich, wenn du es genau nimmst. Woher kommt Sohan? Ich will Friseur werden. Wer hat Jesus verraten? Das war der Judas, hat Jesus verraten. Brüder und Schwester, stoppt Hate-Kommentar zu schreiben. In diesem Zeit können wir Dua machen. Ah, schau. Endlich mal einer, der mit Kopf anfängt, der mit Kopf gedacht hat. Juden und Geld, gell? Ich weiß. Al-Jazair. Jazair. Israel. Eiri. Ja, genau. Wenn wir zu dir kommen, dann hast du kein Eiri mehr. Erifik wird nicht, Erifik, zeig in Israel. Komm, geh nach Israel und sag in Erifik jetzt gerade. Ich schau mal, was sie mit Eri machen werden. Ich melde euch. Marina, dankeschön. I love you, Marina. I love you, Marina. Oi, Marina. Sei doch ein bisschen friedlich. Eiri. Ich mag Israel. Baruch Hashem. Sehr gut. 45, ja. 1945 hat Hitler verloren. Also, yes. Ich glaube, die verschätzen sich in den Zahlen gerade. Ich glaube, die sind nicht so gut mit der Geschichte. Über Bildung. nicht jeder hat die Möglichkeit auf Bildung. Obwohl in Deutschland, weißt du, in Deutschland, da müssen sie ein bisschen wissen. Da ist teilweise umso weniger. Immer an die Schule, guck dir das mal an, das ist grauenhaft. Die Schulen sind Katastrophe. Ja. Katastrophe. Was lernen wir? Katastrophale Sachen. Nichts, was wir in Praxis gebrauchen können. Schauen wir, die Welt wird sich sowieso jetzt ganz stark ändern. Jetzt nach dem, was jetzt gerade unten passieren wird, es wird aber die ganze Welt treffen. Es wird die USA treffen, es wird Russland treffen, es wird China treffen, es wird Iran treffen, es wird Saudi-Arabien treffen. Die ganze Welt wird jetzt ganz stark getroffen werden. Diese Leute, die hier gerade sitzen und schreiben, das sind kleine Luschis, kleine Chupa-Chups, Sutschen, weißt du? Die haben keine Ahnung, was gerade abgeht, weißt du? Anstatt, dass man ein bisschen mit Frieden und ein bisschen miteinander kommt, die haben doch keine Ahnung, wie sie da überleben werden. Die wissen doch gar nicht, was gerade abgeht. Rambi, ich muss mich nicht schämen. Ich muss mich nicht schämen. Du bist ein Chupa Chups. Süß. Also diesen Kommentar habe ich süß gefunden. Du bist Chupa Chups. Süß. Singt. Wir sind immer für Frieden. Wir sind immer. Deswegen begrüßen wir uns hier mit Shalom. Shalom Aleichem, Malachei Ashareis, Malachei Elyoin. מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Auf der Erde. Du wirst erstaunt sein, auf der Erde, ja? Die Kurden lieben Israel. Die Kurden haben sehr viel von, wir haben auch Unterstützung bekommen. Yeshua ist unser Mashiach, ist unser Erlöser. Hochmut kommt vor dem Fall. Amen, Amen, Amen. Genau. Deswegen die ganze Armee, die sich gegen Israel jetzt versucht zu kämpfen, schaut, dass ihr erinnert euch an Jericho.
Auch die Großen und Mauern sind gefallen durch unseren Schrei und durch die Schofar. Wir haben nur Posaunen, wir haben nicht einmal Finger gerührt, die Wände, all die Mauern sind zerfallen. Mach Marie Emanuel, ich finde ihn nicht schlecht. Rede nicht zu viel. Akadosh Baruch Hu. Die lieben es. Shalom Aleichem, Shalom euch allen. Denn was steht geschrieben? Gibt ihnen Shalom. Wenn sie Shalom nicht nehmen, kehrt um. Was wird passieren, wenn Shalom wegkommt? Oh. Akadosh Baruch Hu. Ich finde dich, glaub mir. Komm, finde mich, suche mich, finde mich. Übrigens. Ich sowieso nicht. Na, sogar wenn er findet, ich verstecke mich ja gar nicht. Ich verstecke mich ja nicht. Und wenn er findet, dann tun wir ihn. Tun wir einen Kaffee einladen. Wir laden ihn gerne auf einen Kaffee ein. Wir sind nett. Verkündet das Evangelium. Yeshua ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Denn Yeshua ist euer Erlöser. Und ihr braucht ihn in diesen Zeiten und in den Zeiten, die kommen werden. Denn die Zeiten werden schwer und die werden sehr grausam sein und sie werden sehr dunkel sein. Deswegen findet zum Gott, zum Schöpfer und zu unserem Maschiach. Denn Jesus sagt im Johannes-Evangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt, ich bin die Tür. Ein Räuber würde niemals durch die Tür kommen. Deswegen sollen wir keine Räuber sein, sondern wir sollen durch die Tür gehen. Durch Jeshua werden wir in das ewige Leben kommen. Und das neue Jerusalem ist immer weit. Wir kämpfen nicht um das neue, um dieses Jerusalem. Denn dieses Jerusalem ist verfallen. Es steht geschrieben, ihr seid wie Babylon und Ägypten. Ihr seid der Hurerei gefallen. Das neue Jerusalem wird kommen. Und der Moschiach wird kommen. Und der Moschiach wird siegen. Und wir mit ihm werden siegen. Deswegen macht euch keine Sorgen und lasst euch keine Angst einjagen. Denn die Wahrheit ist in ihm. Und wer in ihm bleibt, der wird auch in der Wahrheit wandeln. Denn er ist die Wahrheit. Und er ist der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Macht euch keine Sorgen, fürchtet niemanden, denn David, Melech David, er hat auch niemanden gefürchtet. Er hat niemanden gefürchtet und er hat vor niemanden Angst gehabt. Und das ist das Nächste. Und das Nächste mit im Kampf gegen Goliath, was geschah im Kampf gegen Goliath? David hatte kein Messer, David hatte kein Schwert. David hatte nichts. David hatte etwas zum Schießen und fünf Steine. Goliath war der Stärkste. Das ganze Heer Israels fürchtete Goliath. Keiner hat sich getraut, gegen Goliath zu kämpfen. Und die Philister hatten Angst vor Goliath, denn er war groß und mächtig und stark. Aber was geschah? David ging mit Holz in der Hand und der David und der Goliath sagte zu ihm, bin ich ein Hund, dass du mit deinem Stab gegen mich kommst. Und David sagte, ich komme im Namen von dem Gott, vom Gott Israels, dessen Armee du verspottet hast. Und was geschah? Ein Treffer und Goliath ist gestorben. Was hat David mit ihm gemacht? Er nahm seinen Schwert und schnitt seinen Kopf ab. Er kam nicht mit dem Schwert. Denn auch wer mit dem Schwert kommt, wird durch den Schwert sterben. Das war so, das wird so bleiben, bis der Moschiach kommt. Denn der Moschiach, er wird mit dem Schwert kommen. Und wenn er mit dem Schwert kommt, dann bebt und habt Angst und kehrt um. Denn die Tage sind nahe und die Prophezeiungen der Heiligen Schrift, der Bibel, sie werden jetzt erfüllt. Nicht in euren Büchern werden sie erfüllt, in unseren Büchern werden sie erfüllt. Deswegen kehrt zum Gott der Bibel und kehrt zu den Propheten, die aus Abraham, Isaak und Jakob gekommen sind. Aus keiner fälschlichen Richtungen, sondern kehrt um.
tut Buße, nimmt den Moschiach an, lobt und singt, denn er wird kommen im Namen des Allerhöchsten. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Moschiach, der Moschiach ist Yeshua, ist Jesus, Jesus der Moschiach. Maria, okay, so, an alle Admins, wir werden jetzt alle sperren, alle, die falsche Kommentare machen. Seit 4 Stunden haben wir Respekt zu diesen Menschen, wir respektieren und wir agieren, aber das funktioniert so nicht. Das geht nicht mehr. Ich glaube, die Hälfte der Admins ist schon eingeschlafen. Bin die Einzige, die ja irgendwie gerade aussperrt, habe ich jedes Kommentar genau blockieren, sofort blockieren. Jedes einzelne Kommentar block, 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 block. Also, ich sehe 2 Admins noch, die schön aktiv sind. Es sind maximal 10, 20 Leute, die hier nur Blödsinn schreiben. Wenn die weg sind, haben wir. Ach nee, 3. 3. Ich blocke euch, sehr gut. Blockieren, blockieren. Dein Hass wird dich nichts bringen, glaub dir. Jesus war Aramäer. Nein, Jesus war kein Aramäer. Jesus ist Sohn Davids, Sohn Josefs und das waren Hebräer, das waren Juden. Weil ihr Kritik, warum Kritik? Was interessiert mich deine Meinung? Behalte deine Meinung bei dir und meine Meinung bei mir. Fertig. Ich habe echte Frage. Psalm 150 geht noch. Kommt, bevor wir schlafen gehen, machen wir Psalm 150. Hallelujah, Bekotcho, Hallelujah. 3-3 wieder? 3-3? Ja. Machen, machen. Let's go. Fängst du an? Ja. Lass mal Halleluja kämpfen, richtiger Mann. Wer hat gesagt, dass ich gegen dich kämpfe? Geh nach. Befrei mal Palästina und krieg einen Kopfschuss und lieg im Graben und dann haben wir Ruhe von solchen wie dich. Komm, lies mal weiter. Let's go. Halleluja. Lobe Gott in sein Heiligtum. Lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht. Lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten. Lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit. Lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Harfe und Laute. Lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Zeitspiel und Flöte, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja, Elbe, Kotschu, Halleluja, Elbe, Kiosu, Halleluja, Wigwurutaf, Halleluja, Kirov, Gudlo, Halleluja, Betekashuf, Halleluja, Betitzileshama, Halleluja, Betitzilitrua, Kolash, Neshamate, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Rappte oder was? Rappte oder was? So schaut's. Halleluja, Elmeke Kotscho, Halleluja, Berkia Uzo, Halleluja, Vigborotaf, Halleluja, Kerov Kudlo, Halleluja, Beteka Shofa, Halleluja, Benevel Vechinor, Halleluja, Bechov Umachol, Halleluja, Ben Minim Veogav, Halleluja, בצלצלי שמה, הללויה בצלצלי תרועה, כל נשמה תהלליה, הללויה, הללויה, הללויה בצלצלי שמה, הללויה בצלצלי תרועה, כל נשמה תהלליה, הללויה, הללויה, הללויה. Gelobt ist unser Gott, der Gott Israels, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Amen. Okay, ich habe gerade die Frage, mögt ihr Christen? Wir sind Christen. Mögt ihr Christen? Wir sind Christen. Wir glauben an Christus. Wir glauben an Jesus. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is our Remedia. Yeshua HaMashiach, Hezbollah ist hinter mir. Keine Sorge. Wenn schon, wenn sie hinter mir ist, dann als Leiche. Yeshua HaMashiach. Let's praise the God of Israel. He's my bright and morning star.
The Holy One of Israel, my strength and my song. Bless the Lord, oh my soul. Yeshua HaMashiach. Amen. Ihr werdet verlieren. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Wenn wir verlieren, reden wir. Solange wir noch nicht verloren haben, alles gut. Wir haben was Gemeinsames. Schwein ist haram. Ey. Kamel ist auch haram. El Kamel ist auch haram, ja. Ihr habt schon verloren. Naja, noch nicht. Noch nicht. Also wir haben nicht einmal angefangen. Verbrennt, die wollen uns verbrennen. Weißt du, ich glaube, nach diesen Kommentaren, ich glaube, ich fliege extra nach Israel, ohne Spaß. Ich glaube, diese Leute, weißt du, weil wenn die meisten da unten so sind, dann fliege ich runter. Dann wird es Zeit, dass wir auch unseren Dienst vollrichten. Ich glaube, wir fliegen auch runter, als ganze Gemeinschaft. So, gleich so 70 Leute. Wir rufen die Schuhe auf, alle Männer ziehen runter. Wir sind 70 Leute, also wenn die glauben, weißt du, dass wenn sie mit einem von uns Probleme haben, dass da nur einer kommt, weißt du, sie wissen nicht, dass da noch Mossad steckt, dass da noch Geheimdienst steht, dass da noch die Polizei steckt, dass da noch eine große Gemeinschaft, die haben keine Ahnung, mit wem sie sich anlegen, aber kein Problem, weißt du, sie wissen nicht, wie wir funktionieren, und das ist nur die Hälfte von dem, was ich erzählt habe, von dem her, wenn die glauben, können sie, kein Problem. Oh, wir zittern. Du sollst nicht zittern. Du sollst einfach nicht in die Nähe kommen. Weil dann zitterst du automatisch, ohne dass du das weißt. Chris, heißt du wirklich Chris? Wenn du Chris bist, dann ändere deinen Namen auf Ahmed oder Mohammed oder auf irgendwas. Weil für mich, ich spuck auf deinen Kopf, wenn du Chris heißt. Israel. Ja, 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 Jerusalem shel Zahav. Habt ihr Angst vor Türkei? Türkei ist uns egal. Türkei kann gar nichts machen. Türkei hat Angst vor USA. Das reicht schon. Das reicht schon. Wir haben ja starke Verbündete, meine Habibis. Ihr dürft es ja nicht vergessen. Wir sind ja nicht alleine unterwegs. USA gehört uns. Wir werden bis zum letzten Amerikaner kämpfen. Wir werden bis zum letzten Amerikaner kämpfen. 300 und Millionen. Setzen wir die Renten ein. Das sind die schlimmsten von allen. Glaub mir. Machen wir. Wir setzen Amerikaner ein. Wir setzen Engländer. Wir setzen Franzosen ein. Wir setzen Italiener. Zum Schluss kommen wir dann. Zum Schluss. Dann. So. Das ja, jetzt das Buch. Bibel. Wir sind generell nur für Frieden. Und wir wollen eigentlich nur Frieden. Das ist das. Aber die meisten hier wollen halt keinen Frieden und ich verstehe das und ich wünsche euch nur Kopfschüsse, damit je weniger die Welt Leute von euch, von eurer Natur hat, die halt für Krieg und Mord und Hass ist, desto besser wird es der Welt gehen, glaubt mir. Tut was für die Welt, geht runter und kämpft. Für etwas, was euch nicht gehört. Benzonas. Lern Deutsch. Benzona, Frieden ist gut. Kuss umkun. Machen wir diese zurückgeben. Meinung zu guten, beste Leute. Schämt euch für eure Aussagen? Nein. Burak. Wir schämen uns nicht. Ich bin Araber, freut mich für dich. Was haltet ihr von Jesus? Sehr gut, ist unser Messias. Wo liebt ihr? Hussein, lern mal Deutsch lernen. Zeit nur Gute zu denken. So ist es, gut zu denken. Bitte seid freundlich und erklärt mir das. Was genau? Seid ihr Juden? Nein, wir sind Chinesen. Was sagt ihr über Marokko? Oh, Maghreb, war gut. Beste Pionier. Heuchler bist du, Ahmad. Du und an alles, was du glaubst. Denn so solche Leute, die hier reinkommen und sowas schreiben, das sind Leute, die genau Heuchler sind. Weil da kommt man erstmal mit Frieden, denn wir haben dir nichts Schlechtes gemacht, damit du gegen uns was hast. Hosan Abdelhof, Chinesen. Magst du Araber? Ich habe gar kein Problem, ich mag alle Menschen. Meinung zu Ägypten? Oh, Masr, sehr schön. Ägypten ist sehr schön. Die Ägypter sind wirklich eine sehr gute Nation.
Amen, Amen. Jesiden sind, ey, ihr blamiert euch. Ja, du blamierst dich, Habibda. Du gehst auf unseren Propheten. Ich habe nichts über deinen Propheten gesagt. Ich weiß nicht einmal, wer dein Prophet ist. Mögt ihr Muslime? Wir mögen alle Menschen. Alle Menschen. Welche Nationalität habt ihr? Es gibt keine Nationalität. Es gibt guter Mensch, schlechter Mensch. Bist du ein Zionist? Zionist? Was ist ein Zionist? Jesus ist doch kein Prophet für die Juden. Nein, aber er ist ein Messias. Deswegen ist er unser Messias. Anik emmek. Wallau ana anik emmek. Dasselbe zurück. Habibi, lass live. Und wir machen ja kein Live, wir machen ganz normal. Wir sind. Wir mögen alle Menschen. Meinung zu Österreich, Superland. Wieso habt ihr Problem mit dem Jesuskreuz? Ich habe kein Problem mit Jesus. Mit dem Kreuz weiß ich nicht, aber mit Jesus habe ich kein Problem. Du predigst doch gerade nur Hass. Wirklich? Sehe ich nicht ein. Deine Arabisch-Katastrophe, genauso wie dein Gesicht. Meinung zu Albanien. Albanien super. Ja, Achu al-Sharmuta. Wallah, ani, khalas, ich sage gar nichts. Benzona! Jeder soll das glauben, was er will. So ist es. Trennt Religion und Politik, so ist es. Meinung zu Fanta. Fanta ist, schmeckt gut. Meinung über Iran. Iran ist auch sehr gut. Nur ein bisschen diese Khomeini machen wir noch kurz weg und dann ist es perfekt. Mason, Masonen. Meinung über Gaza. Steht in der Bibel übrigens, was jetzt passieren wird. Anna Anik, Eben, Ebnel, Ebnel, Wallah, Btarib, Meinung. Seid ihr Christen oder Juden? Bin verwirrt. Wir sind Juden, die an Jesus glauben. Also was sind wir jetzt? Chinesen oder was? Tschetschener. Ist auch cool. Tschetschenien. Gibt auch sehr korrekte Menschen. Fiko Fiko. La, Fiko Fikun. Das ist richtig. What do you think? Was steht in der Bibel? Darf man schwören? Sollte man nicht. Elkane, ich rede gleich Arabisch. Über Gaza, was steht? So steht in der Bibel. Lese ich euch lieber nicht. Irak, auch wunderbares Land. Balach. Ciao, Bruder. Jetzt sind alle normal. Meinung zu Syrien, auch ein cooles Land. Mit großer Geschichte. Was ist älteste Religion? Ich glaube, es waren Götzendiener. Abwarten. Wir warten schon längst ab. Könnt ihr mich... Habt ihr Angst vor Ägypten? Vor Ägypten haben wir keine Angst, denn ich glaube, Assisi ist kein Blödmann. Respektiert die andere Religionen. Wir respektieren jeden Menschen. Beleidigung ist haram. So ist es. Aserbaidschan. Kurdistan. Kurdistan. Kurdistan ist sowieso perfekt. Was ist Endzeit? Meinung zu Afghanistan. Auch sehr gut. Sehr gut. Meinung zu Türkei. Auch sehr gut. Istanbul auch wunderbar. Größten Angst, ihr seid die größten Angsthasen, sind wir nicht. Wir verdecken unsere Gesichter nicht gerade. Meinung zu Netanyahu? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Respektiert ihr auch Palästinensen? Wir respektieren alle Menschen. Meinung zu Libanon? Ich bin Jeside, super. Meinung zu Algerien? Algerien, perfekt. Wann ist Endzeit so ungefähr? Ja, es muss noch einiges geschehen. Meinung zu Serbien, super, war ich schon mal. Meinung zu Roma. Roma sind auch perfekt, gute Leute. Ja, Momo, ja, Zib. Enta und Nasrallah Tabak. Fautu Bitizak. Habe ich gelernt. Ich glaube an Gott, der Jahwe. Amen. Ist das Amos? Danke. Österreich ist... Aha, Statement zum Konflikt. Boah, ich habe die Nachrichten lange nicht gesehen. Meinung zu Krieg in Gaza. Krieg ist nie gut. Meinung zum Konflikt. Da, do you... we are not politician here. Tust du ironische Antwort? Nein. Kreuzritter waren nicht unbedingt immer gut. Wo kannst du Arabisch... Kannst. Aha. Findet ihr es okay mit Chemiewaffen? Also wir finden überhaupt mit keinen Waffen. Meinung zu Kurdistan, sehr gut. Meinung zu Muslimen, sehr gut. Meinung zu Kurdistan, sehr gut. Seit wann bat seit gestern? Israel auf die Nummer 1. Amen. Meinung zu Kurdistan, super. Hebräer können Arabisch. Amen. Stehst du Gründung Kurdistan? Steht dir für. Ja, ich bin für Gründung von Kurdistan. Wie du Arabisch sprichst, du bist Araber, wirklich? Sehr gut. Beseder, Kol Beseder. Was ist der Unterschied zwischen Messias und Prophet? Das ist eine lange Geschichte. Stell nächstes Mal den Bruder Jonathan. Korach. Joachim. Jemand erzählt mir,
Was war Frieden für Kurdistan? Amen. Alles, wo Frieden steht, wir sind immer dafür. Wieso habt ihr Handtuch auf den Kopf? Das ist Dalit. Assyrien mit Israel. Oh, Assyrien. Wir sind für den Frieden. Das heißt, wenn Assyrer für uns sind, sind wir für den Frieden. Blond, blauäugige Juden sind also Ureinwohner, Ureinwohner. Kann sein, also dass da sich etwas gemischt hat, sicherlich, aber das Land gehört uns, weil wir glauben an den Gott. Um die Nation, es geht um den Glauben an Gott. Das heißt, wir an den Gott Israels glauben, an seinen Messias, dem gehört dieses Land. Was steht in der Bibel über Gaza? Für Rumäner, für Israel. Oh, Rumänia, Rumänia. Sehr gut. Könnt ihr mich annehmen? Wir machen hier kein Live. Kennt ihr Vikings? Ja, kennen wir. Echt? Ja. Hi. Bruder, hast du gesehen, wie ruhig geworden? Wer? Meinung über Jerusalem. Jerusalem, Shel Zachav. Frieden samt dem auf der gesamten Menschheit. Amen. Woher kommen sie? Aus Usbekistan. Synthetisch. Synthetisch, ah. Glaube an Koran, also wir glauben nicht an Koran. Was sagt Gott? Gott sagt, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Diese Life macht keinen Sinn. Genau wie Edona. Edona, we love you Edonai. We love you Edonai, Edona. Findet ihr gut, was Israel Politik macht? Wir sind keine Politiker. Ja. Shema Israel, und eine bibeltreue Gemeinschaft besuchen. Mhm. Also auf alle, die an den Herrn Yeshua HaMashiach, also Jesus Christus, glauben und lernen wollen in der Bibel, dann folgt Team Yeshua, folgt uns auf Instagram, seid dabei, seid aktiv dabei, lernt, ihr habt die Möglichkeit zu lernen, ihr habt die Möglichkeit dabei zu sein. Ich zeige euch jetzt, ich will doch nur reden. Edona, ich will auch nur reden. Ich würde gerne mit dir reden. Schau, folgt uns einfach hier auf Team Yeshua. Folgt diesem Account. Seid dabei. Lasst ein Follow. Schreibt uns eine Nachricht und werdet Teil von der Gemeinschaft. Könnt ihr über die Bibel lernen. Und so weiter und so fort. So viel, Bro. Aber du redest so viel, Bro. Lass auch mal zu Wort kommen. Ja, wen soll ich zu Wort kommen? Die Edoma, die ist jetzt, die haben wir ein bisschen gewonnen, so ein bisschen lieb gewonnen. Du siehst wie Putin aus. Meinung zu Jesus. Jesus ist der Messias Israels. Die Juden oder Christen? Wir sind Juden, die an Christus glauben. Hevenu Shalom, 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 Aleichem. Bruder, ich gehe schlafen, ich muss früh aufstehen. Morgen viel Business, morgen muss ich 10 Millionen Euro überweisen nach Israel. Wir kaufen jetzt neue Panzer und Raketen. So zusätzlich habe ich jetzt auf den Markt gesetzt. Jetzt die ganze Gemeinschaft 10 Millionen Euro jetzt gespendet. Muss ich früh aufstehen, damit keiner unabsichtlich einen Koffer vergisst und so. Ja, ich brauche auch noch ein paar. Hast du auch noch ein paar Koffer und so? Wir müssen alles schicken. Wir müssen alles schicken, bevor das Ganze passiert. Bevor das Ganze passiert. So 10 Millionen habe ich gesammelt. 10 Millionen. Aber ich glaube, ist zu wenig. Ich glaube, wir könnten noch bis nächstes Jahr warten. Vielleicht zwei nochmal locker machen kann. Ja, machen wir. Ich glaube, wenn du 5 schickst und ich schicke 10, haben wir schon 15 Millionen. Da können wir circa schon 30 Panzer kaufen. So. 5 müssen wir ja noch gehen. Muss ich aber abklären. Ja. Oder am besten einfach Raketen kaufen. Ist besser. Ist zumindest effektiver. Zumindest für die Entfernung. Ja, ja, hab ich gehört. Nein, Spaß. Wir kaufen keine Waffen. Wir kaufen Panzer 500.000. Ja. Ja, wir kaufen ja mit von USA. Wir kriegen immer schöne Rabatte. Rabatte. Ich zahle uns den 10. Also, meine Lieben, ich habe euch sehr lieb. Alle hier, Free Palästina. Also an alle. Und jetzt hört mal ganz zu, ja. Jetzt werde ich mal ehrlich zu euch jetzt Klartext reden, ja. An alle, die ihr hier so diese Free Palästina und Free, ich weiß nicht was, und diese
dieses alles hier, diese ekligen Kommentare und so, ja. Ja, und diese Free Palästina, hört mal ganz gut zu jetzt, ja, was ich zu euch sage. Möge der Herr euch segnen, möge der euch sehr viel Liebe geben und sehr viel Frieden, dass ihr Frieden im Herzen habt und dass ihr das eine Hass verdrängt und der Welt nicht mehr Hass gibt, sondern Liebe, Liebe und Liebe. Ay 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 liebe 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 deinen Nächsten liebe liebe liebe. Ihr sollt euren Nächsten lieben, denn so wie ihr mit Menschen seid, so werden auch die Menschen zu euch sein. Beleidigt nicht, wenn ihr seht einen, der noch im Kopf noch nicht so reif ist, noch ein bisschen im Kindergarten unterwegs, dann sagt ihm, dass es nicht in Ordnung ist, zu schimpfen, dass man mit Menschen können reden, ja. Bevor man zu Messer und Waffe greift und die Schwäche zeigt und denkt, dass man groß ist, ja. Weil die Großen sind die gewesen, die eine große Menge bewegt haben mit ihrem Gehirn. Die Kleinen sind immer die Schwachen, die immer beweisen müssen, mit Waffen und mit Gewehren und mit Messern. Aber die Starken, das sind die, die ihr Gehirn einsetzen. Und deswegen, bleibt stark, seid gesund, alles mit Liebe und alles im Frieden und alles mit Kraft Gottes. Und möge der Wille des Herrn geschehen, im Endeffekt. Und möge er zeigen, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Trotzdem sollen wir alles in Liebe tun und versuchen, nur das Gute zu machen. Ich wünsche sehr viel Shalom und Gottes Segen. Shalom dir, mein Bruder, und viel Kraft und alles Beste. Und wie gesagt, der Plan von denen oder von diesen bösen Menschen, sage ich, von gewissen Menschen hat nicht geklappt. Trotzdem sind wir da und trotzdem singen wir Hava Nagila. Und wir sehen uns und wir hören uns, so Gottes will, sehr bald. Bis Rat Hashem. Shalom Aleichem. Ciao. Shalom Aleichem. Laila Tov. Laila Tov. So. Dann geht's munter weiter. Gut. Einfach noch eine halbe Stunde ungefähr. Gucken wir mal. Vielleicht noch ein paar Minuten länger. Traum weiter. Warum soll ich zwar nicht weiter träumen? Bist du für Israel? Ich bin für Frieden. So, fleißig liken nochmal. Ne? Ihr kennt das Prozedere. So. Können wir jetzt reden? Nein. Grundsätzlich reden wir nicht hier mit irgendwelchen Leuten. Außerhalb von Team Yeshua. Was sagt ihr zu, was die Zucht zu bedeuten? Ein Talit, ein Gebetsschal. Finden wir in der Bibel auch erwähnt. Fünfte Buch Mose, wer nachlesen möchte. Genau. Wer Interesse an der Bibel hat, lernen möchte, tiefer einsteigen möchte, einmal hier ein Follow hinterlassen und Team Yeshua auf Instagram folgen. Ganz wichtig. Und da uns da anschreiben und genau. Feiert ihr Weihnachten? Nein, wir feiern keine heidnischen Feste wie Weihnachten, Ostern oder ähnliches. So. Ich bin immer noch für Frieden. Juden oder Crusader, was ist das für eine Frage? Das ist ein Gebetsschall. Aber was glaubt ihr? An den Gott der Bibel, an den Gott Israels, Isaaks und Jakobs. So. Was ist Jesus für dich? König, Priester, Prophet und Gottes Sohn. Ich dachte, ihr habt die Tora. Wir haben die Tora, wir haben die Bibel, worin die Tora ja ein Teil davon ist und so weiter. So, ihr würdet Galater gewünscht.
So, Glatter, was war das nochmal? Schon wieder weg. 5,22. So, ihr... Was? 5,22? Mhm. Okay. Ach nee, es wäre Fässer. Entschuldigung, ich bin in Fässer schon gelandet. Glatter ist so schnell vorbei. 5,22, ich wollte gerade sagen, ihr Frauen ordnet eure Männer unter, das wird doch nicht ihr Vers sein, den er gerade hören möchte. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Im Gegenteil sogar. Sie bestätigen das Ganze nochmal. Deswegen, was wünschen wir zur Begrüßung? Shalom. Weiß Shalom, Friede. Meinung zu Iran? Ich habe kein Problem mit irgendjemandem. So. Ich habe mal ein Video gesehen, wo die sich um Arm was binden. Das ist, wie soll ich beschreiben? Das ist auch auf den Vers zurückzuführen, aus der Bibel. Sollte zum Zeichen auf die Stirn binden und auf die Stirn schreiben die Schma und so weiter. Nennt sich übrigens Tefillin. Wer ist denn Rebbe? Yeshua Melech HaMashiach. Das hat nichts mit der Kabbalah zu tun. Meinung zum Krieg. Ich wünsche mir Frieden. Wer ist Rebbe? Yeshua. Gefährlich nach Ägypten zu fliegen? Soweit ich weiß nicht. Alles ist christlich, alles ist mein Flammer, als die Tora. Die Tora ist Teil des Alten Testamentes, zur Info. So. Wann ist das Land gegründet worden? Israel existierte schon viel früher. Ja? Ist ja jetzt im Endeffekt ein Wiederaufleben. Nicht jeder Israeli ist jetzt schlecht. So ist es. Warum lehnen einige Juden Jesus ab? Weil sie scheinbar nicht sich genau genug damit beschäftigt haben und nur ihren Gelehrten glauben und nicht genauer selber nachlesen. Jesaja 53 nicht genau lesen und so weiter. So. Hebräisch wurden nicht erfunden. Ich hoffe, Israelis beleidigen, das sind Menschen, der Staat ist schuld mit Amerika, nicht Israelis. Ich bin immer noch für Frieden. Mach diese Flagge mal weg. Warum? Stört sie dich? So. Ja, sie stört mich. Mach doch weiter, scroll doch weiter. Warum bist du für Israel? Ich bin für Frieden. Dafür bin ich. Natürlich fastet man. Ich bin für Frieden auf der ganzen Welt. Nur weil es irgendwelche Idioten nicht wollen. Irgendwelche Terroristen, die willkürlich Frauen abschlachten und so weiter. Die wollen keinen Frieden. Ja. Aber irgendwann ist die Geduld auch vorbei. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom.
Geil, so viele Nachrichten hier, die Unfug schreiben. Ja, ja. Dem Grund hätte ich keinen hoch. So, glaubst du an Jesus? Ich glaube an Yeshua Melech HaMashiach. Oder auf Deutsch Jesus Christus. Oder Jesus König und Messias, eher gesagt. Dürfen Juden Schweinefleisch essen? Natürlich nicht. Christen dürfen auch kein Schweinefleisch essen. An alle diejenigen, die hier andauernd Hate-Kommentare reinschreiben. Fliegt doch runter. Na, fliegt doch nach Syrien, sonst irgendwo hin. Libanon, wo es dir gefällt. Und kämpf doch dafür. Wenn du der Meinung bist, dann kämpf doch dafür. Oder bist du nicht bereit, für deine Meinung einzustehen? Da dürfen Christen Schweinefleisch essen. Nö, steht nirgendwo in der Bibel. Und jetzt kommen wir bitte nicht mit Matthäus Kapitel 15, da geht es um Händewaschen. Und Apostelgeschichte 10, 11 wäre auch ziemlich schwach, weil da geht es um was? Richtig, man soll keinen Menschen unrein nennen. Und selbst die anderen Stellen brauchst du auch nicht rausgraben, da geht es auch immer um andere Themen. Du solltest nur mal den Kontext lesen, nicht einfach alles dir rauspicken. Ich glaube, viele hatten noch nie in ihrem Leben Krieg und wissen nicht, wie schrecklich Krieg ist und dann wünschen sich Krieg. Ja, nee, wird keinen Frieden geben und so weiter. Ja? Wenn ihr den Krieg sucht, dann ist es eure Sache. Jetzt beschweren die sich, dass es in deinem Live keine Meinungsfreiheit gibt. Gibt es hier keine Meinungsfreiheit? Das ist hier was ist das denn? Ihr könnt eure Meinung doch haben. Ich habe meine Meinung. Wir als Team Yeshua haben unsere Meinung. Das ist euer Problem, wenn ihr mit der Meinung von mir nicht akkord seid. Ihr könnt gerne weiter scrollen, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Würde ein Muslim heiraten? Nö. Zumal ich auch schon verheiratet bin. Kann ich Mod werden, wenn du bei Team Yeshua Mitglied bist? Wo nimmst du deine Meinung? Bibel. Da drin. Alles, was relevant ist. So. Jesus hat klargestellt, dass man alle Speisen essen kann. Nö, hat er nicht. Du meinst Matthäus 15 wahrscheinlich, oder Parallelstelle Markus 7. Da geht es um Händewaschen. Ziemlich schwaches Argument von dir. Lies doch mal den Kontext. Bastel dir nicht alles zurecht. So. Ich glaube an den Maschiach. Dürfen wir Alkohol trinken? Wir dürfen Alkohol trinken, natürlich. Goi heißt Heide. Übersetzt. Grob übersetzt. Da stand mal der Tempel, oben auf dem Tempelberg, wo die Al-Aqsa-Moschee jetzt im Moment steht. Bald nicht mehr. Dauert noch ein paar Tage, paar Wochen. Und dann ändert sich das Ganze auch. So Gott will. Wofür soll ich mich jetzt schämen? Dass ich Israelit bin? Oder wofür? Ich feiere Juden, die an den Herrn Jesus glauben, als wir sie angenommen haben. Baruch Hashem. Du bist ohne Herz. Sagst du, verurteilst mich, wofür? Dass ich mir Frieden wünsche? Weil ich mir Frieden wünsche, bin ich ohne Herz? Merkst du selber, ne? Ist nicht ganz koscher bei dir im Kopf. Die Moschee bleibt da. Ja, schwierig. Wart noch mal ein bisschen ab.
Dass die Leute alle ihren Hass im Herzen haben. Ich glaube, ihr merkt gar nicht, wie hassvoll ihr im Herzen eigentlich seid. Wie viel Hass ihr im Herzen habt. Kehrt um, tut Buße. Und kehrt zu dem Frieden zurück, den Shalom, der in der Bibel geschrieben steht. Bist du jetzt Christ, ja? Hier ist echt so viel Hass. Aber sieht man mal, wie das Herz des Menschen ist, ne? Von den einen oder anderen. Wenn ihr doch so viel Hass im Herzen habt, dann geht doch, keine Ahnung, in Sportvereinen, powert euch da aus, boxt auf den Boxer oder sonst irgendwas. Aber wenn ihr das so nach außen tragt, ja, was ist denn, ja, merkt ihr selber. Du hast so viel Hass in dir, wo habe ich denn Hass in mir? Nenne mir einen Satz, den ich gesagt habe, wo Hass ich nach außen getragen habe. Einen einzigen Satz. Jesus heißt auf Hebräisch Yeshua. Ich habe nicht gesagt, dass die Moschee weg soll. Ich habe gesagt, sie wird weg sein. Warte noch mal ab. Ich bin mit meinen 18 Jahren bin reifer als du. Ansichtssache. Aber weißt du was? Hochmut kommt vor dem Fall. Glaub nur all das, was du für richtig hältst. Ich berufe mich auf die Bibel und ich sage nicht von mir, dass ich selber weise bin, sondern ich sage, die Bibel hat die Weisheit und ich richte mich in allen Dingen nach der Bibel und nach dem ewigen unseren Gott im Himmel. Also nein, Elohenu, den wir uns unterzuordnen haben, nach dem wir gehen und seinen Gesandten, unseren Mittler, Yeshua Melech HaMashiach, und ihm dienen wir. Nein, er wurde Yeshua genannt. Meine Mods haben alle Hand voll zu tun, ne? Mhm. Nein, nicht die Juden haben Jesus gekreuzigt, sondern wer war das? Die Römer haben es durchgeführt. Wo hast denn den Müll her? Das fragst du erst auf dem Live? Ja, ich frag mich echt, wenn ich mir die Kommentare lese, wo ist der Verstand geblieben? Wir sollten wesentlich mehr in Deutschland und Österreich und Schweiz in Bildung investieren, wo auch immer Leute herkommen. Wesentlich mehr. Bist du Christ? Ich glaube an den Messias Jesus Christus, ja. Wo ist dein Verstand geblieben? Da drin. Der Talmud ist nicht Teil der Bibel und ist auch nicht Teil unserer Lehre. Ich frage mich ja echt bei so manchen, wie stehen die morgens auf? Mit dem Hass. Erstmal noch 5 Leute auf dem Weg zur Arbeit, wenn überhaupt Arbeit vorhanden ist, erstmal auch 5 Leute auf dem Weg zusammenschlagen, bis man sich abreagiert hat, oder was ist denn das, wie ist denn das Vorgehen? Wo habt ihr das gelernt, euren Hass so rauszubringen? Ich glaube, du hast noch nicht viel von Paulus verstanden. Wo habe ich denn Hass? Nenn mir doch eine Sache, wo ich Hass geäußert habe.
So. Warum wird die Moschee weg sein? Weil es so prophezeit worden ist. Warte ab, du wirst sehen. Hab Geduld. Wird der Messias kommen? Natürlich wird er kommen. Und jedes Knie, jeder fühlt sich beugen vor ihm. Ob man will oder ob man nicht will. Entweder es geschieht freiwillig oder man wird gebeugt. Natürlich würde Messias kommen, habe ich gerade eben schon gesagt. Die Kabbalah hat nichts mit der Bibel zu tun und könnte man sagen, ja, Richtung Satanismus könnte da schon fast man gehen, ja. Baruch Hashem. Er wird nicht kommen, das wirst du ja sehen. Auch dein Bein, deine Beine werden sich beugen vor ihm. Und du wirst noch um Gnade flehen, glaub mir. So. Einfach kein Krieg. Genau. Frieden, das ist wichtig. Ich bin für Frieden immer noch. Und gegen Terroristen bin ich. Jesus Christus Messias. Amen. Steht drin, dass der Tempel da sein wird. Folglich muss die Moschee weg sein. Bist du auch getauft? Ich bin getauft, ja. Die wird weg sein, habe ich gesagt. Hör mir doch zu. Das ist zu stark. Glaub mir, alle werden noch ihr blaues Wunder erleben. Blau im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Eikel, diese Themen, die jemand hier reinschreiben. So, Meinung zu Muslime. Ich akzeptiere jeden. Ich halte nur nicht alles für gut. Aber so muss halt jeder Mensch wissen, was er tut, was er nicht tut. So, ich mache jetzt noch bis um 40. Weil, wie es für normale Menschen sich geziemt, morgen um 7 Uhr wird gearbeitet. Nehme ich mal an, nö. Also noch 40, ja, das sind aber 15 Minuten. So. Wenn du jüdisch werden willst, musst du messianisch werden. Dann bist du Teil des Volkes Israel.
kann von der Religion beschreiben, interessiert mich. Ich glaube an den Gott der Bibel und an seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus. Wir finden dich. Sollen wir verstecken? Ich bin versteckt. Ach, Mann. Soll ich schon mal Kaffee aufsetzen oder was ist das Thema? Weißt du schon, dass Team Yeshua Mossad schon längst deine ganze Adresse hat? Soll ich vorbeikommen oder kommst du? Wie wird man Jude, indem man an den Messias glaubt? Geht es hier um Jesus? Um die gesamte Bibel geht es. Unter anderem um Jesus, logischerweise. Wir haben sie, alle, keine Sorge. Alle sind getrackt und aufgenommen. Du hast keinen Plan. Wovon denn? Offensichtlich du auch nicht, weil dein Mitteilungsbedürfnis ist scheinbar ziemlich groß. Ich nehme grundsätzlich keinen hoch. Ja, Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Denken sich zumindest wahrscheinlich manche, die hier im Chat irgendeinen Müll schreiben. Immer gut, spürt ihr Antisemitismus im Alltag? Spürt ihr Antisemitismus im Alltag? Lasst mich mal kurz in den Chat schauen. Was sagt denn der Chat zum Thema Antisemitismus im Alltag? Oh Mann. Hilfe holen. Ich brauche keine Hilfe. Ich habe den Ewigen auf meiner Seite. So Gott will. Spürt ihr Antisemitismus im Alltag, ey? Ich werde nicht mehr. Magst du Christen? Ich bin ein Christ. Du weißt, dass Juden Semiten sind? Meinung zu den Zeugen sind auch Menschen. Leider tun sie sich nicht nach der Bibel ausrichten. Weil nach Römer 10, Römer 11, was sind wir laut der Stelle? Richtig, wir sind Israeliten. Ich meine damit, ob generell Antisemitismus im Alltag begegnet außerhalb von Social Media gelegentlich. Aber liegt vielleicht daran, wo ich wohne, dass es nur gelegentlich ist. So. Würde ich dir nicht empfehlen, eine Kreuzkette zu tragen. Wie geht's dir? Baruch Hashem, gut. Welche Abregelung? So, muss man Angst haben vor den Juden? Wenn man generell sich gegen sie auflehnt, dann ja, ansonsten nein. Meinung zur Ukraine, ich bin für Frieden. In jeglicher Hinsicht. Wann kommt der Messias? Ein bisschen Geduld. Thank you.
So. Keiner weiß, wann er kommt. Man weiß nicht Tag und Stunde, das stimmt. Aber das Jahr, vielleicht. Jesus ist der König und Messias. Hörst du jiddische Lieder? Gelegentlich. Eigentlich durchgehend, okay. Wenn ich Lieder höre, jiddisch, hebräisch. Ist David Schlomo, David Schlomo der Messias? Nein. Danke für den Babyfuchs. Magst du Döner, wenn er koscher ist? Jesus ist die wahre Liebe. Amen. So. Dachte, du bist Jude. Ich sehe Jesus nicht als Messias. Ich bin Jude, der an Messias glaubt, an Jesus Christus. Bist du Christ? Offensichtlich ja, wenn ich an Jesus Christus glaube. Bist du Jude oder Christ? Ich habe es vor 10 Sekunden beantwortet. Ich bin ein Jude, der an Jesus Christus glaubt. Somit Israelit. Römer 10, Römer 11, jeder, der an Christus glaubt, ist Israel. Warum diese Fahne? Man hört es mir ja nicht 2 Sekunden lang zu, ne? Bist du Messias schon, Julia? Woher kommst du? Von dieser Welt. Ich komme unfreundlich vor. Guck dich beim Chat um. Keine Aussage. Also. Hey, aber Christ ist man, wenn man an die... Warte. Ich hab's gleich. Nee, wir gehen nicht auf die Toilette. Hier. Hey, aber Christ ist man, wenn man an die Bibel glaubt, hat nichts mit Jesus zu tun. Merkt man. Überhaupt diese Frage da vorhin angekündigt. Warum soll ich es denn so leicht machen und sagen, wo ich wohne? Komm einfach auf den Kaffee vorbei, ich koche den Kaffee, kündige dich vorher an, ist der Kaffee auch warm? Wir haben keinen Kaffee. Okay, gibt es Pulverkaffee. Ist mir egal. Für dich hole ich auch noch einen Kaffee. Notfall hole ich die Kaffeemaschine noch vorher ab. Irgendwo. Oder einen Tee. Kriegst du schwarzen Tee von mir? So, 6 Minuten noch. Ja, der Frieden wird bei einigen hier in den Kommentaren ziemlich groß geschrieben. Oder auch nicht. Ich bin immer noch für Frieden. Falls noch nicht bemerkt. Wie ist Israel entstanden? Einfach mal ein bisschen geschichtliche Bildung betreiben. Ein bisschen recherchieren. Frieden einfach für die gesamte Menschheit. So ist es, so ist es. Du hast es verstanden. Dankeschön. Ich finde die Kommentare so spannend. Ich könnte den ganzen Tag mich hinsetzen und die Kommentare durchlesen. Ich finde das so spannend zu beobachten. Nicht die Fahne ist am Hass schuld, sondern der Mensch. Welcher? Ich nehme nur grundsätzlich keinen als Gast rein.
Welches aktuelle Thema? Hör auf damit, womit? Kana Korach, kommt Jesus wieder, natürlich. Du löscht wahre Kommentare, ich lösche gar nichts. Man löst meine Moderatoren. Und die haben wohl alle Hand zu tun, bei dem Unfug, der da geschrieben wird. Hier ist Jesus mit richtigen Namen, Yeshua. Yeshua Melech HaMashiach. Kelle, diese Hass in den Kommentaren, das ist echt der Knüller. Mhm. Ich frage mich ja echt, was die Leute zu Hause gelernt haben bei ihren Eltern. Ich bin froh, dass du das nicht alles stummen musst. Ich bin ja auch nicht Moderator bei mir. Ja, sei froh. Das sind Voraussetzungen für deine Religion. An den Messias Jesus Christus glauben. Ich bin für Frieden. Die Muslime dürfen Fleisch von euch essen, weil eure Schlachtungsweise ähnelt. Ist das bei euch auch so? Wir dürfen kein Götzenopferfleisch essen. Ihr dürft kein Schweinefleisch essen? Nein, wir dürfen kein Schweinefleisch essen. So einfach ist die Bibel. So, 2 Minuten machen wir noch. Da muss ich auch wirklich Feierabend machen. Deshalb schon mal schön das Plus noch wegmachen. Ne? Will ich auch beim nächsten Mal, morgen früh dabei seid. Dürfen Juden Halalfleisch essen? Spricht nichts. Also Halalfleisch essen, das wäre ja Götzenopferfleisch. Also nein. Warum dürfte kein Schwein essen? Weil es verboten ist, laut Bibel. Es ist unrein. 3. Buch Mose, Kapitel 11. Gibt es Koscher und Döner bestimmt. Sollst auf die gesamte Bibel hören. Vom 1. Buch Mose bis hin zur Offenbarung. Was Götzenopferfleisch? Fleisch, was einem anderen Gott gewidmet wurde als den Gott der Bibel. Die Christen essen Schwein. Ja, die meisten Christen halten sich aber nicht an die Bibel. Das ist der große Punkt. Sex vor der Ehe ist ebenfalls nicht erlaubt. So, 1 Minute noch, schön Plus wegmachen. Bauspilz hat eine Debatte über das Schweinefleisch. Hatten Sie nicht über Schweinefleisch? Hast du mal nachgelesen, um was es da ging? Einmal wirklich nachlesen, Kontext lesen. So, gut. Dann wünsche ich euch Shalom Lechem, Leder Torf. Macht's gut, eine gute Nacht. Bis, so Gott will, morgen früh wieder. Und ich wünsche euch Frieden, dass ihr den Frieden in euren Herzen findet, dass ihr zu den Messias Yeshua Melech HaMashiach kommt und ja, nach der Bibel lebt. Und bis dahin, Shalom Aleichem, macht's gut. Und genau.